Ich bin Chemiker und auch Gründer einer Firma, die sich Belintic nennt und in Berlin Adlershof ist. Mit unserer Firma erforschen wir Peptide. Das ist, sind kleine Proteine, das ist eine spannende Klasse, die man, eine Stoffklasse, die man nutzt, um wirksame Medikamente zu entwickeln. Wir haben eine Technologie entwickelt, mit der wir Peptide sehr effizient und ressourcenschonend herstellen können und hoffen, so einen Beitrag zu leisten zur Entwicklung neuartiger Medikamente. Nein, das war, also Gründen war nicht immer mein Ziel. Ich hätte wahrscheinlich eine eher klassische akademische Karriere angestrebt, aber habe dann mit zwei ehemaligen Kommilitonen beschlossen, dass wir es doch mal versuchen sollten und ein Chemieunternehmen zu gründen. Und ja, so ist es wirklich eine Idee beim Bier entstanden. Daraus hat sich jetzt eine mittlerweile ja fast 5-6 Jahre andauernde Geschichte ergeben. Seit 2 Jahren sind wir auch wirklich gegründet, seit 2,5 Jahren mittlerweile sind wir auch gegründet. Und ich bin auf jeden Fall sehr glücklich, diesen Weg eingeschlagen zu haben. Definitiv das Gründen einer Firma mit all den damit zusammenhängenden Meilensteinen, also angefangen von einem Exist-Forschungstransfer, den wir am Anfang eingeworben hatten, erfolgreich, und dann unsere erste Seed-Finanzierung, die Gründung selber natürlich, Einstellen von neuen Mitarbeiterinnen. Jetzt sind wir ein Team von 8 Leuten. Insofern kann ich jetzt nicht einen einzelnen beruflichen Erfolg nennen. Ich würde denken, dass die ganze Geschichte insgesamt für mich ein sehr Erfolgsempfinden für mich ist. Ich glaube, da hilft meistens Zeit. Man muss sich einfach irgendwie auch an einen Misserfolg erstmal gewöhnen und dann wird sich das wahrscheinlich auch von selbst erledigen, dass man irgendwann wieder anfängt und das Problem dann entweder löst oder eben auch damit lebt. Weil nicht immer kann man alle Probleme lösen. Vielleicht so im Kontext noch von der Gründung ist es sicherlich so, dass man dazu ein starkes Team braucht. Das hat uns immer geholfen. Das heißt, wenn irgendwas nicht gelingt, hat man natürlich auch den Zuspruch von seinen Kolleginnen, und das ist sehr wichtig. Es ist definitiv etwas Tolles und ich bin sehr glücklich darüber, weil es das ist, was ich auch gut kann. Mit dem Gründen habe ich meinen Weg so ein bisschen ins Marketing gefunden und in Kommunikationsthemen, und das gefällt mir sehr gut. Deswegen ist es auch etwas Tolles für mich. Für die Gesellschaft sicherlich auch, weil wir an neuen Medikamenten oder helfen, neue Medikamente zu entwickeln. Das Tollste aber, würde ich sagen, es gibt viele andere Menschen, die ganz tolle Sachen machen und wichtige Sachen machen. Innerhalb der Chemie, würde ich sagen, haben wir sicherlich den tollsten oder die tollste Substanzklasse, die tollste Chemie, die Peptidchemie rausgesucht. Ich forsche und entwickle das Produkt, was uns am Herzen liegt momentan. Das ist also eine Technologie zur Reinigung und Modifikation von Peptiden. Peptide sind, wie gesagt, kleine Proteine, die kann man synthetisch herstellen. Und bei jeder Synthese muss man auch eine Aufreinigung anschließen, damit man das Produkt auch in einer reinen Form erhält. Das ist bis jetzt immer ein Problem gewesen mit den Möglichkeiten, und wir haben was Neues entwickelt, was besser und effizienter und ressourcenschonender funktioniert und auch viele andere Vorteile, technische Vorteile mit sich bietet. Das ist ein sehr spannendes Thema, wo immer wieder neue Applikationen auch daraus hervorgehen. Wir sprechen mittlerweile auch eher von einer Plattform. Also man kann sehr in verschiedene Richtungen im Bereich der pharmazeutischen Entwicklung von Peptidtherapeutika sehr viel mit dieser Technologie machen. Und das ist das Spannende daran, weil immer wieder was Neues passiert und immer wieder neue Impulse kommen und wir immer wieder auch so ein bisschen auch mit der als Wissenschaftler und WissenschaftlerInnen gefordert sind, bei uns die Technologie zu adaptieren. Und das macht sehr viel Spaß. Der Technologiepark Adlershof ist mir natürlich ins Herz gewachsen. Ich bin da seit 2005 mit dem Beginn meines Chemiestudiums. Und das Schöne hier ist natürlich, dass es sehr viele Unternehmen gibt, dass die Universität auch hier ist.
Das ist einfach eine sehr einzigartige Situation. Es ist zwar nicht ganz nah an der Innenstadt, aber auch doch nicht so weit weg. Das heißt, man kommt hier auch gut hin. Also ich bin insgesamt sehr zufrieden. Als Gründer muss ich sagen, es ist natürlich auch ganz besonders schön. Ich meine, wir haben hier quasi die Uni gehabt, aus der wir ausgegründet haben, aus der HU, von bei Professor Oliver Seitz. Der hat sozusagen, der war der Doktorvater von einem meiner Mitgründer. Ich habe selber an der BAM promoviert, also da auch war schon immer so eine Bezug zu Adlershof. Und jetzt sind wir auch in der BAM, haben wir dort unsere Labore, wo wir gegründet haben. Also auch hier hat sich das sozusagen bestätigt, dass so ein Netzwerk, auch so ein regionales Netzwerk, sehr hilfreich sein kann. Wir haben hier sehr viele UnterstützerInnen gefunden, die auf Bereichen Kommunikation uns helfen, Infrastruktur und so weiter. Also sehr vielfältige Hilfeleistungen, gerade so für den GründerInnenbereich ist es wirklich ganz toll. Und genau, deswegen würden wir auch gerne erstmal noch eine Weile länger hier bleiben. Ich bin eigentlich ein stets harmonischer Mensch. Ich bin sehr darauf bedacht, dass es irgendwie alle immer irgendwie alle irgendwie positiv aus den verschiedenen Situationen auch beruflich herausgehen. Ich glaube, das hilft mir. Das heißt, ich bin ein sehr kommunikativer Mensch. Und ja, insofern, keine Ahnung, vielleicht wäre mein Motto einfach zu sagen, immer freundlich bleiben. Da ich ein bisschen Höhenangst habe, würde ich aufs Fliegen verzichten. Gedanken lesen würde mir wahrscheinlich sogar ein bisschen Angst machen. Das gehört ja ein bisschen dazu, dass man ja nicht alles weiß, was der andere denkt. Daraus ergibt sich ja vielleicht dann auch immer ein spannenderes Kommunikations eine spannendere Kommunikationssituation, als wenn man nur genau wüsste, was der Gegenüber oder die Gegenüber denkt. Insofern würde ich vielleicht in dem Fall dankend beide ablehnen. Und wenn genau bei euch irgendwelche offenen Fragen sind, die ihr vielleicht mal einem Gründer einer Chemiefirma stellen wollt, dann könnt ihr euch gerne bei mir melden. Ciao!